Letzten Endes bedeutet dieses Wort, dass ich von einer Sache unbegrenzten Zugang habe, ohne dass jemand plötzlich Stopp sagt. Historisch betrachtet kennt man das aus All-Inclusive-Hotels, in denen man so viel essen und trinken kann, wie man mag. Inzwischen gibt es auch Flatrates für Telefonie, für Kurznachrichten, ja auch fürs Internet zu Hause. Und so langsam kommen auch Produkte auf den Markt, die es möglich machen, mobil via Flatrate zu surfen. Oft ist hier aber ein Haken dran. Entweder die Flatrate ist mit einem Datenvolumen gedeckelt oder extrem teuer. Bevor ich einen neuen Vertrag für mein mobiles Endgerät mit vermeintlichen Flatrates unterzeichne, sollte man gut abwägen, welche Haken dahinter stecken. Sind günstigere Alternativen ohne Flatrate für mich vielleicht besser? Im Dschungel der Mobilfunktarife blickt kaum jemand durch. Daher hilft es oft, Empfehlungen von Freunden einzuholen, die einem Tipps geben können. Und man darf nicht frustriert sein, wenn ein paar Monate später ein neuer Tarif mit besseren Konditionen auf den Markt kommt. Die Welt ist so schnelllebig, dass man selten lange den besten Tarif besitzt.